Und noch viel deutlicher ist es beim Kapital. Kapital ist im totalen Überfluss vorhanden, auch wenn das widersinnig klingt, gerade im Zuge der Finanzmarktkrise. Aber wir haben viel zu viel Kapital global gesprochen. Und damit meine ich nicht nur die Blasen, die entstanden sind, sondern wenn wir schauen, angefangen von den erdölexportierenden Ländern mit den enormen Überschüssen, über China, Indien, andere sich aufstrebende, entwickelnde Länder, die enorme Exportüberschüsse haben. Von Deutschland will ich gar nicht reden, da ist das in der Dimension nicht so groß, nur in der Relation. Und die zunehmend kapitalgedeckte Altersversorgung. Ein Bereich, der leicht unterschätzt wird. Also überall dort, wo wir sozusagen das Umlageverfahren Rente ersetzen oder ergänzen, durch Lebensversicherungen, durch Pensionskassen und so weiter, haben wir ja sehr mit kapitalgedeckter Altersvorsorge zu tun. Und das führt dazu, dass das Kapital, was dort angelegt wird, in die Anlage drängt. Schlichtweg rentable Anlage sucht. Also insofern, der Faktor Kapital ist derjenige, der im Überfluss vorhanden ist, der aber bepreist wird, 25% Rendite, als ob der auf der ganzen Welt kaum zu finden wäre. Und das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, das noch näher zu erläutern, aber ich will es nur anreißen. Das Interessante am Kapital und am Geld ist, dass es sich seine Nachfrage selber schaffen kann. Bei jedem anderen, insofern würde ich sagen, Geld ist eben kein Produkt, ist keine Ware, aber was man schon mit Märkten zu tun hat, auf allen anderen Märkten ist, wenn ein Überangebot da ist, sinkt der Preis. Und das Geld und das Kapital ist in der Lage, sich die Nachfrage selbst zu schaffen. Und Sie haben das alle beobachten können in der Subprime-Krise. Das war nichts anderes, als dass in die Anlage drängendes Kapital sich seine Nachfrage selbst geschaffen hat. Das funktioniert nur einen gewissen Zeitraum, aber es funktioniert. Und zwar so, dass, nicht, wenn also der Hauseigentümer oder noch nicht Hauseigentümer in den USA zur Bank gegangen ist und gesagt, ich hätte gerne ein Haus, aber ich kann es mir nicht leisten. Na, die Bank sagt, kein Problem. Wir geben dir einen Kredit, die Zinsen lassen wir niedrig am Anfang, die steigen erst in 3 oder 4 oder 5 Jahren. Bis dahin ist dein Haus so viel mehr wert geworden, dass du den Kredit zurückzahlen kannst und noch was übrig hast und uns auch verzinsen kannst. Und dadurch hat jemand ein Haus gekauft, der es sich eigentlich nicht leisten kann, weil ihm Geld in die Hand gedrückt worden ist. Geld, was Anlage gesucht hat, Geld, was Rendite gesucht hat. Und er ist als ein Nachfrager auf den Markt gekommen, der vorher nicht dort war. Und es, solange das Spiel funktioniert, also ich Kapital in einen realen Markt reindrücke, dann steigen eben die Preise. Und es entsteht Bedarf nach mehr Kapital, solange bis die Blase platzt. Und das ist das, was wir in der Vergangenheit schon erlebt haben, am neuen Markt, die Jahrtausendwende. Und das ist genau das, was wir jetzt auch wieder erleben. Insofern frage ich mich immer, warum ist eigentlich im Prinzip alle Welt begeistert davon, wenn der DAX wieder nach oben geht? Ja, das ist... Alle sind eigentlich erleichtert. Das ist doch ein positives Zeichen. Die Aktienpreise gehen, die Aktienmärkte gehen wieder nach oben. In einer Situation, wo alle befürchten, also realwirtschaftlich sind wir noch lange nicht über dem Berg, steigen die Preise von Unternehmen. Warum nimmt man das als ein positives Zeichen? Denn realwirtschaftlich ist das nicht, wie ich meine, im Moment jedenfalls nicht zu begründen. Und das ist das gleiche Phänomen wieder. Also sozusagen, da wird die Blase möglicherweise neu aufgepumpt.
Und das Ganze kann man dann auch nennen, das ist im Grunde genommen das Problem der Vermögensinflation. Also, nicht, wenn Sie Inflation hören, hat jeder sofort die Reaktion. Also, wenn es Inflation gibt, dann wird es schwierig. Steigen von Preisen bei Gütern und Dienstleistungen, Problem. Das ist drin bei allen, ob Verbrauchern, Politikern, Wissenschaftlern, Verbrauchern immer. Es ist, also Steigen von Preisen ist ein Problem. Nur bei Vermögenswerten, widersinnigerweise, hält man das kein Problem, sondern man hält es für eine positive Entwicklung. Obwohl es eigentlich den Kern des Problems darstellt. Nämlich, dass Geld in Bereiche reingeht und Rendite sucht und damit die Frage der Finanzierung eigentlich auf den Kopf stellt. Denn was ist die einzige Aufgabe, die einzig sinnvolle und berechtigte Aufgabe, die eine Bank oder ein Finanzinstitut hat? Nichts anderes als der Realwirtschaft, die Realwirtschaft mit Investitionsmitteln, mit Zahlungsmitteln, mit Absicherungsmitteln zu versorgen. Das ist die einzige. Der Finanzmarkt hat eine reine Hilfsfunktion im Verhältnis zur Realwirtschaft. Das ist keine Erfindung von mir, sondern das können Sie im Prinzip in jedem Lehrbuch auf den ersten Seiten über Banken lesen. Nur das steht auf dem Kopf. Also diese ganz einfache, übrigens sehr viele ganz einfache Dinge. Der Finanzmarkt steht schlichtweg auf dem Kopf. So dass nicht nur der Eindruck entsteht, sondern in vielen Fällen das real ist, dass eben nicht der Finanzier der Realwirtschaft dient, sondern umgekehrt. Am besten können Sie das, oder konnten Sie das, das hat sich ein bisschen vorübergehend zumindest erledigt in Deutschland, die Frage nach dem Kauf von großen Grundstücks, von großen Wohnungsbeständen. Nicht hat bisher, nehmen wir mal im Ruhrgebiet, gibt es ja viele Unternehmen, die haben für ihre Mitarbeiter Wohnungen gebaut, damit die wohnen können. Dafür brauchten sie irgendwann Kapital, das hatten sie entweder gehabt oder sie haben sich von der Bank geliehen, um eben für die Mitarbeiter Wohnungen zu bauen. Dafür wurde das Kapital benötigt, dafür haben sie es bekommen. Das Kapital ist längst zurückgezahlt, die Wohnungen werden genutzt. Und jetzt kommt ein Investor her und sagt, na super, das ist ein Markt, wo die Preise noch relativ weit unten sind, jedenfalls im Verhältnis zu anderen, und investiert Riesensummen in Riesenwohnungsbestände. Übrigens bis vor 5 Jahren galt, wenn Sie größere Wohnungen, also je mehr Wohnungen Sie verkauft haben, desto billiger wurde der Preis. Auch normal, ne? Das hat sich umgedreht. Je mehr Wohnungen Sie verkauft haben, desto teurer wurde der Preis pro Quadratmeter. Und dann dreht sich das um. Dann dient das Wohnen der Rendite. Denn auch da gilt, ein noch so perfekter Investor kann aus einer Immobilie nie anders Gewinn machen, als dadurch, dass ein Mieter das bezahlt. Nie. Sonst macht er auf Dauer Verluste. Die einzige Möglichkeit sind so einfache Dinge, die man dann oft vergisst. Da macht man irgendwelche Sozialkartas und sonstige Geschichten. Da ist es ganz einfach. Nie und nimmer kann man aus einer Immobilie Gewinn machen, wenn es nicht der Mieter bezahlt. Und insofern sage ich auch bei uns im Hause, auf der einen Seite immer, wir müssen sehr sauber gucken, dass wir Sicherheiten haben und Grundschulden haben. Auf der anderen Seite sage ich im Grunde genommen, ist ein Haus nur eine Belastung. Ja, ein leerstehendes Haus nur eine Belastung. Müssen Sie im Extremfall abreißen. Das Einzige, was wert ist, ist die Nutzung und ist der Nutzer. Also, auf dem Kopf stehen, um das nochmal zusammenzufassen, meine ich damit, der ganze Finanzmarkt steht auf dem Kopf, indem er sich abstrahiert hat von der Realwirtschaft, von seiner eigentlichen Aufgabe, Unternehmen, Einrichtungen, Staat, Privatleute mit Zahlungsmitteln und Kapital zu versorgen. So, jetzt muss ich auf die Uhr gucken, nämlich mit der Frage, wie kann man das eigentlich ändern? Sonst sind wir doch nur bei den Krisen
geblieben und nicht bei den Chancen. Und da bitte ich es mir nachzusehen, dass ich ein bisschen was erzähle, wie die GLS Bank das macht, um daraus die Frage zu stellen, was könnte man daraus für Lehren für die Veränderung der Rahmenbedingungen am Finanzmarkt abzuleiten.